Du brauchst auch nicht so laut zu werden. Der hier, okay. Das Stück heißt ja Fremdkörper. Fremdkörper, Strich, Variationen. Es war für mich die Idee, mit einige Alltagselemente, Alltagsobjekte zu arbeiten, die dazu benutzt werden, die Instrumente zu bespielen. Das klingt nicht sehr schön, weil es scheppert. Was bedeutet eigen, was bedeutet fremd, was bedeutet Integration? Das sind Themen, die sind im Moment überall präsent. Was mich interessiert, ist, diese Themen tatsächlich philosophisch zu reflektieren und in gewisser Weise in einen poetischen Zusammenhang bringen. Und dann kommt aber ein Moment in dem Stück, wo es kippt und diese Objekte werden tatsächlich zu Alltagsobjekten.